Autosave-Spielstand hier zu laden. Habe auch hier schon gespeichert, denn die Mutarazinski ist für unser Level einfach etwas zu stark. Deshalb werde ich jetzt hier umdrehen und erstmal wieder zurück nach oben gehen, den Tempel besuchen und alles andere machen. Nur erstmal weg von den Ratten. Wir haben uns ja jetzt mal eine ganze Folge durch die Ratten reingeprügelt. Das war ja schon schwer genug. Und außerdem gehe ich dann mal zum Heiler und lasse diese ganzen dämlichen Gifte aufheben. Denn ich dachte mir mal so, im nächsten Level, kann ich jetzt schon mal kurz vorwegnehmen, finden wir endlich unseren ersten Heiler. Und es ist wirklich nützlich, den dabei zu haben, vor allem, weil wir dann die ganzen Gifte und die Wunden im Kampf mit Zaubern einfach heilen können und uns nicht extra Verbände oder sowas besorgen müssen. Dementsprechend gestaltet sich der Kampf eindeutig einfacher damit. Und ich dachte mal, bevor wir jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde an einem Boss rumgurken, ich tausendmal sterbe und es vielleicht beim allerletzten Anlauf dann im entferntesten Mal schaffe, mache ich es mir einfach und lasse es erstmal. So, wir wollen wieder hoch. Wir legen erstmal die Waffen ab. Das war doch ein Abenteuer. Ein echtes Abenteuer. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Ah, Garroschen. Wir sind schon ziemlich tief. Die vierte Ebene. Tief. So. Das muss jetzt erstmal reichen. Ich meine, der fast gesamte Keller ist jetzt rattenfrei. Sollen sie sich nicht beklagen. Und ich schneide wieder. So. Wir wollen hier raus. Ich warte hier auf euch. Tiefer in den Keller werde ich nicht gehen. Ja. Schon wieder schnell. So, jetzt zum Tempel. Jetzt wird das erstmal wieder ein großes Geschneide werden. Weil ich jetzt von einem auch zum nächsten hoppeln werde. Nein, die Grafenstadt wollen wir nicht. Mann. Wenn wir was gegen diese ganz langen Folgen, die ich jetzt immer wieder hochladen werde, hat, dann soll er es bitte sagen. Dann mache ich es vielleicht auch wieder kürzer. Ja? Es ist nur einfach das Praktische für mich, einfach alles in einen Pott zu schmeißen und dann glücklich zu sein. Vielleicht gefällt das ja mal. Deshalb dieses Angebot von mir, falls ihr das wirklich nicht haben wollt, dann mache ich es ja nicht. Im Tempel werden wir uns auch ganz lange wieder amüsieren können, denke ich. Und da gab es auch so eine scheiße Kellerquest. Und ja. Da, mit der kann man wieder sehr viel Spaß haben. Ungefähr so viel Spaß wie mit den Ratten. Das wird wieder mal so eine Stunde Sache sein. Nein, ich glaube, ganz lange ist es nicht, aber so in dem Dreh, also ist schon etwas härter. Boah. Das nächste Level gefiel mir überhaupt nicht. Das weiß ich jetzt schon. Die nächste Gegend, die wir besuchen, ist wirklich nicht meine Lieblingsgegend. Aber sie gehört eigentlich ja in jedes Rollenspiel, gehört so ein Level rein. Ich finde es eigentlich nicht so schön, aber naja, es hat sich einfach so eingebürgert und da muss man damit leben. Ha, wir müssen hier noch Dranor retten. Upsala, das habe ich ja ganz vergessen. Das fällt mir beim Anblick Selinas gerade wieder auf. Hier. Ja. So, wir müssen erstmal jetzt mit Händler Wulfgar Harpel sprechen. Stimmt. Der war in Grafenstadt und oh mein Gott. Guck mal, da ist Tanzbett Zottel. Ich bin auch dumm. Naja, war ja klar, dass ich es vergessen habe. Konnte ich ja drauf wetten. Ach ja. Und wir schneiden einmal mehr. Einmal wieder.
So. Und wir werden gleich feststellen, dass Dranor wirklich die Wahrheit gesagt hat, dass es sich um eine Verwechslung handelte. Dem ist wirklich so. Aber das werden wir jetzt alles aufklären. Ich heile mich mal kurz und dann ist gut. Nein, ist immer noch nicht offen. Ja, ich bin ein bisschen verschnieft, Entschuldigung, wenn ihr manchmal ein paar Schniefgeräusche hört. Das muss sein. Ja. Der hat den Superheilungszauber, das wissen wir ja. Der kann von uns alles aufheben. Jeden kleinen Scheiß, den wir haben. Das ist super nützlich. Der Herr Habel, der ist dann hier irgendwo, ne? Da und dann nochmal um die Ecke. Bisschen abgelegener, aber gut. Da. Dann reden wir mal mit ihm. Willkommen. Schaut euch nur um. Ich biete die beste Ware und das umfangreichste Sortiment in ganz Ferdok an. Bei Preisen, die euren Geldbeutel entzücken werden. Ja. Der ist ein wenig zerstreut, der Mann. Was sagt denn die Händlerin Viola? Guten Tag. Was kann ich euch Gutes anbieten? Ja, der alte Schambier. So, so. Also hat sie auch nichts gesehen. Aha. So, so. Ja. Gute Frage. Alter. Ja. Der Dranor, der lügt nicht, ne? Der sagt auch mal die Wahrheit. He lügt, passt eben doch nicht mehr. Na gut, er ist auch kein Schiffersmann. So, wir gehen hier mal zu diesem krummen Otto. Denn der hat was für uns. Oh, hallo. Guten Tag, wollt ihr etwas kaufen? Schaut euch nur um. Einpacken. Wir können jetzt nämlich mehrere Hühner kaufen. Oh, hallo.
auch wenn es mich Geld kostet. Ist es mir egal, die befüllen wenigstens den Hof. Oh, hallo. Oh. Ja, noch ein Huhn ist übrig. Oh je. Ja, es gibt keine Hühner mehr für uns. Leider. Was hat er denn sonst noch dabei? Aber es ist unser Hof wenigstens befüllt mit einigen netten Hühnern, die rumgluchsen. Oh mein Gott, was hat der für Sachen? Aber ihr dürft euch wirklich freuen. Jetzt ist endlich ein wenig Leben. Hier in unserem wunderbaren Heim. So, jetzt wollen wir mal den Drama aus seiner Misere retten. Und hier ist... Hier sind Sachen. Fässer. Fässer. Mit Verbänden. Eine Kiste. Alles Pferdocker. Ulmenholz, schon wieder. Ach ja. Was die einem bringen, ja. Eigentlich nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, bringen die Hühner einem gar nichts. Sie sind einfach nur schön anzusehen. Nett da zu haben. Oh, magischer Schimmer. Und da ich auf sowas stehe. Tja, ja. Es ist, unser Hof ist befüllt und wir werden sie auch nicht schlachten oder so. Also, töten. Entfedern, was auch immer ihr sagen wollen würdet dazu. Hallo, nett von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht. Womit kann ich euch behilflich sein? Mich wundert immer noch, dass ein solches schönes Geschöpf da in der Kaserne ist, aber gut. Es soll ja sowas geben. Oje, oje. Da bist du ja wieder. Oh, da tauge nichts. Aber den wollen wir ja Salina jetzt vorführen. Das heißt, ich werde kurz gut die Gruppenmitglieder so ein bisschen umtauschen. Ich werde kurz Kleider zeigen, sie soll da bleiben. Werde. Oder Ronana sagen, sie soll da bleiben. Irgendwen halt. Dann mit Drauno zu Salina. Und ja, dann halt wieder zurück zum Anwesen. Drauno wieder gegen den Aufgetauschten eintauschen. Und dann gehen wir endlich zum Tempel. Mein Gott. Was für eine aktive Welt. Haben wir hier eigentlich schon alles gesammelt? Ja. Ich gucke halt doch in jeder hinterletzten Ecke noch nach irgendwelchen komischen Dingen. Und ich schneide wieder. So, oh, hier sind Fässer. Das ist die übersehen haben, das geht ja gar nicht.
So, wir haben wieder ein paar Sachen abzulegen. Harus auch wieder. Das können wir dann gleich mitmachen. Ach ja. Im Moment, Amazone voraus. Ja. Nein. Ja. Das bin ich. Das bist du. Ah, unsere schönen, schönen warmen Anwesen, das uns heimlich anlächelt. Home, sweet home. So, so. Jetzt. Mal gucken. Quellwasser gehört da rein. Helles Wertwerk, Wirselkraut, Kohlenmonttee. Einbeere. Quellwasser. Das Ulmenholz gehört in die Truhen. So. Säcke. Ich kann in die Säcke auch noch was tun. Cool. So, der Drano, wo hält er sich auf? Ich glaube, der hielt sich oben auf. Aber kurz in den Garten, denn. Weil ein Hof ist ja ein Hof. Hier haben wir jetzt eine Karte und ein paar Hühner. Wir haben Hühner. Und eine nette, anhängliche Katze. Nein, wir werden sie nicht häuten. Bevor jetzt irgendwer mir was vorschlägt. Ich häute doch nicht dieses arme Tier. Ach ja. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich andere Pflanzen noch pflücke, ob die dann hier auch reinkommen. Kann ich mal machen. Na, warte. Ich müsste eigentlich mal kurz ausschnupfen. Das mache ich auch mal. Ich mache mal kurz das Mikro. Ich hoffe, Salina geht es gut. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, sie so alleine zu lassen. Von mir will sie ja nicht mehr beschützt werden. Ja, also ich werde jetzt kurz das Mikro ausmachen. Währenddessen mit ihm reden und ja. Ne? Na? Wie kann euch der gute Dranor aus der Patsche helfen? Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. Angelegenheit belangt in Schweigen. Nur so viel. Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. Ich bin Dranur von Belhanka. Edler von... Verzeihung. Ich habe mich schon so an die Rolle gewöhnt. Ich bin eigentlich kein Horasia, auch wenn ich mir redlich Mühe gebe, wie einer aufzutreten. Ich bin Dranur aus Grambusch, einem kleinen Ort unweit von Gareth. Nun, das Leben dort gab mir nicht viel und ich hatte einfach andere Talente als Viehzucht und Ackerbau. Und bevor ich Ärger mit dem Büttel bekommen würde, bin ich nach Gareth aufgebrochen, um dem Diebeshandwerk nachzugehen. Fex meinte es gut mit mir und ich bin bis heute immer mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, oder auch zwei. Sicher. Ja. Dann bleib mal hier kurz, Bruder. Ich mach das schon. Oder? Zum Donner, was ist? Nun gut, wie ihr wollt. Ich werde dort warten. Aber nur, weil ihr es seid. So, jetzt können wir nämlich mitnehmen. Na? Wie kann euch der gute Dranor aus der Patsche helfen? Ich hab dir aus der Patsche geholfen. Ich helfe dir immer aus der Patsche. Du hilfst mir selten aus der Patsche eigentlich gar nicht. So. Der gute Dranor ist jetzt wieder in unserer Gruppe. Und das brauchen wir alles gar nicht von ihm. Den benutzen wir ihn ja eh nicht mehr.
Das wissen wir ja. Ach ja. Wir wollen nur... das... so. Wir wollen ja nur, dass er Salina wieder sieht. Dann erzählt er uns vielleicht auch etwas über sie. Ihn und sich. Naja, sowas halt. Da steht Rolana. Gleich beim Essen. Oder eher bei den Fässern. Die trinkt er anscheinend auch sehr gerne. Ja, und wir begeben uns jetzt zu Salina. Damit Drano mit ihr reden kann. Und endlich wieder, ja, alles Reines zwischen den beiden. Ja. Ach ja, eine nette Musik, die dieses Spiel hier ziert. Ich glaube, ich werde jetzt auch vor dem Tempel aufhören und dann noch eine Folge drehen mit dem Tempel. Ich einfach selber kontrolliere, dass die Folgen jetzt nicht wieder eine Stunde und 32 Minuten waren, glaube ich, die eine, die mit den Ratten, die ich hochgestellt hatte. Das war ja sehr viel und sehr viel Unspannendes vor allem, aber nun gut. Wo ist Aline? Jetzt bin ich extra hierher gekommen und dann ist sie nicht da. Wen haben wir denn da? Jetzt ist nämlich die Quest Salinas bitte abgeschlossen. Jetzt können wir wieder zurück. Nein. Wunderbar. Jetzt hat Claudius ein neues Level erreicht. Ist das nicht Herz allerliebst? Von allen Dingen, die passieren konnten, war ein neues Level nicht das, was ich wollte. Jetzt muss sie nämlich schon wieder weiter hoch mit den ganzen Sachen und kommt gar nicht mehr hinterher mit dem Schlösserknacken. Nun ja. So, das bleibt uns noch übrig. Das können wir nicht machen. Dafür sind wir noch zu schwach. Das geht ja auch noch nicht. Da können wir eh nichts weitermachen. Also ist wirklich nur noch die Drachenqueste da. Ich gehe jetzt zurück, hole Rolana wieder, frage sie so ein bisschen aus. Vielleicht will mir Drama jetzt auch in die Antworten, dass er auch was erzählen darf. Und dann mache ich erstmal eine Pause. Die Gruppenmitglieder öffnen sich nicht sofort. Sie erzählen euch meistens eine Sache erst am Anfang, aber dann müsst ihr sie erst besser kennenlernen, bevor sie euch mehr oder sogar alles erzählen. Sind halt, ist genau wie bei Dragon Age eigentlich auch. Es ist so ein bisschen abgekupfert, ich weiß ja nicht. Naja. Also von Dragon Age, von Drakensang abgekupfert, die andersrum. Drakensang war ja vorher da, ne? Vor Dragon Age. Das ist das gleiche System, das ist, aber wahrscheinlich gab es das schon bei Baldur's Gate. Wer sonst als ich? Toll, jetzt redet er mit sich selbst. Nein, das wollt ihr natürlich nicht. Na? Wie kann euch der Gut... Nun gut, wie ihr wollt. Ihr könnt es übrigens auch außerhalb des Anwesens natürlich machen. Und zurückschicken. Zum Donnerbassist! Das kommt ganz auf die Frage an. Unfreundlich ist sie eigentlich, aber gut. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Gut. Das kommt ganz auf die Frage an. Unfreundlich, aber egal. Sagen wir es mal so, ihr Verursacher hat sich von seiner Verletzung nicht so gut erholt. Das kommt ganz auf die Frage an. Ich schreite auf Rondras Pfaden. Mehr braucht euch nicht zu kümmern.
Sie wird nachher etwas offener, keine Bange. Kann ich sie jetzt wieder mitnehmen? Zum Donner, was ist? So. Es ist Annie wieder dabei. Ja, die sind alle so ein bisschen verschwiegen, aber... Die werden alle noch offener. Obwohl, wir können ja eigentlich mal mit allen reden. Zum Donner, was ist? Quatsch, nicht mit ihr. Bin vorgekommen. Was gibt's denn? Aber sicher. Fragt einfach über mich. Ach, ich bin einfach nur ein lausiger Leibwächter. Nichts weiter. Also gut. Um euretwillen erzähle ich ein bisschen was. Als Sohn eines Axtschmiedes war ich in jungen Jahren als Tunneljäger und Beschützer der Minenarbeiter in meiner Heimatenklave zugange. Ihr wisst schon, nicht alles, was man da unten in der Tiefe ausgräbt, ist wertvoll. Geschweige denn ungefährlich. Eines Tages sollte ich einen Bodengang für die Goldschürfergilde in das Land der Menschen machen. Dort kostete ich das erste Mal von unserem schönen Helden Ferdokor. Ja, da bin ich auf der Suche nach Arbeit, um mir das verprasste Rückreisegold zurückzuverdienen, an Ardo geraten. Ein Oller Saufkopf ist das, aber naja. Ein liebenswerter Oller Saufkopf. Aber sicher. Fragt einfach. Ach, hört mir doch mit diesen Kindsköpfen auf. Seit die Störrebrands hier versuchen, Fuß zu fassen, geht das so. Ardo hat mir erzählt, dass dieser Störrebrand sich gleich als erstes mit großzügigen Geschenken Einfluss im Stadtrat erkauft hat. Natürlich hat sich das die alte Niceback nicht gefallen lassen und hat ihm erstmal die Aufnahme in die Ferdocker Händlergilde verwehrt. Tja, das hat die Gegenseite auch nicht auf sich sitzen lassen und erst einmal mit Hilfe von ein paar ihrer Advokaten ein Schiff der Nicebacks mit wertvollen Gütern aus Havena das Anlegen verweigert. Irgend so ein Schrieb zur Bekämpfung einer seltenen Krankheit hatte damit zu tun, glaube ich. Kapitalistenkämpfe, ach, wie ich sie liebe. Aber wer weiß bei diesem Durcheinander überhaupt noch irgendetwas? Es ist ein ewiges Hin und Her. Ah, richtig lästig ist das. Ja, er sagt genau das, was hier steht. Aber sicher. Fragt einfach. Tja, wie ich schon sagte. Ardo wollte sich mit dem Obergardisten Taschmann an der Gardistenstation im Hafen treffen. Doch anscheinend ist er dort nie angekommen. Taschmann fand seine Leiche in der Nähe der Docks. Tja, mehr weiß ich leider auch nicht. Das betrübt mich zutiefst. Ich brauche ein helles Ferdocker. Ja, ja. Das ist auch von deiner Brust. Fragt einfach. Ach, Ardo und ich haben schon etliches zusammen erlebt. Etliches. Als ich damals das erste Mal mit ihm zu tun hatte, hauste er im Schloss Ochsenblut seiner ehrwürdigen Familie, also genauer genommen im Torhaus. In dem Schloss hat es nämlich gespukt, müsst ihr wissen. Er hatte damals nach tapferen Recken geschickt, die ihm helfen sollten, die Geister von dort zu vertreiben. Ich war der Einzige, der es weiter als bis zur Eingangshalle des Schlosses gewagt hatte. Und so haben wir uns bei der Geisterjagd angefreundet. Also, eigentlich bei einem guten Tropfen aus dem Schlosskeller, den wir aus den Klauen des geisterhaften Kellermeisters retten konnten. Von da an haben wir viele Abenteuer erlebt und so manche gemeinsame Schlacht geschlagen. In der Schlacht um Gareth haben wir uns dann aus den Augen verloren. Ich dachte schon, er sei damals gefallen. Aber dann tauchte er plötzlich wieder auf und nahm mich als sein Leibwächter. Ja, ja. Aber sicher. Fragt einfach. Gut. Gladys, rede du mal. Oh, was gibt's denn Spannendes? Na, kannst du mir erzählen, was gibt's denn Spannendes? Mich etwas fragen? Da bin ich aber gespannt. Sie ist die freundlichste nach vorgekommen hier, habe ich das Gefühl.
Über mich? Hui, da verlangt ihr aber einiges. Naja, weil ihr es seid, will ich mal nicht so sein. Ich habe schon in jungen Jahren viel von der Welt gesehen und bin überall im Mittelreich ein bisschen zu Hause. Von Havanna bis Pericum habe ich fast alle Städte schon einmal bereist. Dank meines Könnens gelang es mir später, als Botin und Kundschafterin mein Brot zu verdienen. So, so. Kundschafterin also. Ja, und irgendwann bin ich wieder hier in Ferdok gelandet. Hier ist es von allen Städten doch am schönsten. Selbst mit den ganzen Unwägbarkeiten der letzten Jahre gibt es keinen anderen Ort im Mittelreich, an dem ich lieber wäre. Wer hätte gedacht, dass der gute Ardo ausgerechnet hier wieder auftauchen würde? Vielleicht hat Fex mich deshalb hierher verschlagen, damit ich ihn nochmal sehen durfte. Mich etwas fragen? Da bin ich aber gespannt. Die Streitereien zwischen den Nicebacks und den Störrebrands gehören mittlerweile schon fast zu Ferdok wie sein berühmtes Helles. Wenn man im Hafen das Gezeter zwischen Fuhrleuten, Kapitänen und Kontoristen belauscht, könnt ihr darauf wetten, dass eine Partei zu der alteingesessenen Händlerfamilie Nicebeck und die andere zum emporgekommenen Haus Störrebrand gehört. Wie lange das jetzt schon geht, kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass die Gemeinheiten, die in diesem Streit ausgeheckt werden, immer dreister werden. Erst neulich wurde ein Störrebrander Wagenzug von falschen Wegweisern in die Irre der Moorbrücker Sümpfe geführt. Ein anderer soll von falschen Zöllnern so lange aufgehalten worden sein, bis ein wichtiger Markt in Ferdok beendet war. Und hinter all dem soll das Haus Nicebeck gesteckt haben. Aber wer in diesem Hin und Her den längeren Atem haben wird, das weiß nur Fex allein. Tja. Mich etwas fragen? Da bin ich aber gespannt. Die ist deutlich offener als Rolana. Ardo hat sich eine ganze Weile um mich gekümmert, als ich noch klein war. Er hat mir vieles über das Mittelreich beigebracht. Vor allem über die ganzen aufgeblasenen Adelsheinis, wie er sie immer genannt hat. Ihr wisst ja, dass er für einen Adligen aus sehr grobem Holz geschnitzt war. Durchaus. Wie er mir damals anvertraut hat, hat er Schreiben nur mühsam gelernt. Und eigentlich auch nur, weil es für seinen Stand zwingend vonnöten war. Aber öfter als einmal im Mond zu baden, hielt er immer für Unsinn und Ketzerei. Aber da erzähle ich euch sicher nichts Neues. Ihm verdanke ich auf jeden Fall meinen sturen Kopf und mein Wissen um die pikanten Details über die ein oder andere hohe Herrschaft. Ich vermisse ihn wirklich sehr. Mich etwas fragen? Da bin ich aber gespannt. Okay. Jetzt haben wir sie ausgefragt. Jetzt können wir da noch kurz ausfragen und dann sind wir auch erstmal fertig mit diesem, mit dieser Folge. Es ist hier schön, halt die Klappe. Ist doch echt schön hier. Na? Wie kann euch der gute Drache sicher? Als galanter Liebender hülle ich mich, was dieser. Also will er es immer noch nicht fragen. Mist. Nun. Dann wollen wir hier aufhören. Erstmal für diese Folge. In der nächsten begeben wir uns dann mal in den Tempel. Helfen dabei dieser Drachenquest aus. Und. Auf jeden Fall machen wir dann endlich mal wieder was Spannendes. Und ich würde sagen, bis denne.